Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo. Und Arthur hat sich in seinem letzten Blog beschwert. Ich hab gedacht, du willst mir meinen Teichbau zeigen. Ich habe extra Skizzen vorbereitet. Und jetzt musste Sascha noch drüber gucken. Ja, gut. Aber da läuft das Wasser, ist da schief drin. Ja, das ist ein Farbfehler dann. Nee, ist kein Farbfehler, das ist ein Planungsfehler. Aber das wird geil. Ja. Das wird cool. Schauen wir mal, ja. Was sagt der Genesisiologe? Super. Komm, wir schauen da mal drüber. Wann startet ihr mit dem Projekt, wenn die Fische weg sind? Genau, das Ziel wäre so Juli, August zu starten und dann 2 Monate durchzuziehen. Okay, also wir machen jetzt mal eine Live-Online-Planung. Also hier ist quasi hier gerade. Das gibt der Filter. Genau. Und da, wo die Glasscheibe ist, die ist da oben drin? Genau, da haben wir halt 1 Meter. Das heißt, da kommt so eine 1 Meter Glasscheibe rein. Da kann man von hier quasi seitlich in den Teich reinschauen. Mit dem Effekt, dass man unten dann sogar der Bodenablauf sieht. Also so wie in einem Teich. Cool. Ah, wie beim Bernd, genau. Wo wir schön reingucken genau. Hat können. Das fand ich echt. Das ist mega, mega gell? Geil, ja. Das fand ich auch richtig gut, wenn man, und zwar meint Arthur hier, dass der Teichboden, die Scheibe geht runter bis zum Boden und wenn dann die Koi am Boden fressen, dann sieht man das quasi und das finde ich ist ein richtig mega, mega Effekt. Ich habe einen Planungsfehler gefunden. Deine Lounge steht beim Nachbar, aber wenn der Nachbar mitspielt, ist das okay. Nee, die steht da. Wie viel Meter gibt es? 3. Schnapp 3 auf 3 Meter. Die Mauer wird vorgezogen, Martin, hier. 3 Meter, Schritte. Die Mauer wird vorgezogen. Wie viel hat so eine Fliese? 40? Ja. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Also sind 4,50 bis hier. Und jetzt verlängerst du das hier um 1,5 Meter und dann passt es. Ach, das geht 1,5 Meter raus? Ja. Das hast du vorher schon gesagt, gell? Da, wo ich nicht zugehört habe. Genau. Letztens hat eine Kundin gesagt, wo sie was erzählt hat, nicht mit ihrem Mann und, nicht so, und ich habe nicht zugehört. Dann sagt sie, ja, Männer können kein Multitasking sein. Nee, wir Männer können nicht einmal zuhören, wir können nicht einmal Singletasking. Ja, genau. Und quasi, was halt schön ist, kann ich vielleicht da mal gerade ausfilmen, am Abend kriege ich da, wo jetzt das Haus steht, kriege ich am Abend nochmal Sonne her. Mhm. Und da habe ich jetzt das Problem, dass ich mir durch das Haus hier noch mehr Beschattung reinbringe, weil die Sonne dreht hinterher rum und kommt dann quasi hierher. Und dann habe ich da am Abend schön die Abendsonne noch für die Fische. Ich habe einen Verdacht. Ihr habt die gleiche Sonne wie wir, weil bei uns ist das ähnlich mit dem... Okay, kann sein. So, Filter hier hinten, genau. Also immer 2 Reihen Bürsten. Genau. Ohne Zusatzhelix. Ja. Genau, hier, hier und da, da. Das sind 40% ungefähr. 30 bis 40%. Mega. Ja, und ich wollte halt, also wenn ich jetzt noch ein Bioturm einbauen würde, was man natürlich machen kann, was vielleicht auch besser ist, wenn man damit das Belüftungsproblem nicht hat, habe ich halt einen Nachteil, dass ich da nochmal aus der Kammer raus muss und weil ich halt eine Filterdeck drauf machen will, was ich schiebe kann, wird er dann stören. Ich habe noch einen Fehler gefunden. Das ist echt lästig. Der auf dem Stuhl sitzt, sieht einen Teich nicht. Das ist so. Ja. Der hat sie nur mit dem Rücken. Macht nichts, da muss ich wohl woanders hinsetzen. Der ist auch nur so ungefähr. Oder einfach fortbleiben. Und hier ist das Wasser total schief. Ja? Also Sonne ist hier gleich, aber die Schwerkraft funktioniert anders. Ja, das ist vom Licht, was das spiegelt. Okay. Ich bin gespannt. Und wie wird gebaut? Also wir mauern alles, laminieren alles, wie wir es beim Ali gemacht haben. Einfach. Also eigentlich. Der Bau wird eigentlich easy. Auch nicht kommen, aber lass sogar einen Bagger herkommen. Also ich mache diesmal nichts von Hand, sondern alles von einmal Tempo oder Spatenstich bis Fertigstellung, wie lange ist geplant? Also bis Fertigstellung, dass die Teiche fertig sind, 2 Monate. Drumherum muss man dann halt noch schauen. Aber und es wird dann auch noch ein bisschen anders, weil die Tuja kommen weg. Dann wirkt das alles ja viel größer. Kommen Palisade hin. Also das, ich gewinne da nochmal. Aber neben dran ist ein Kinderspielplatz, oder? Der Kindergarten. Kindergarten. Okay, genau. Die haben auch einen Spielplatz. Ja. Also aber ich schon mal, ich schon mal, sag, dass ich recht hatte. Du hast recht, ich habe noch mal einen Gehweg dazwischen, also alles gut. Aber ich würde auf jeden Fall so, dass die Kinder hier nicht rein können. Genau, ne? Genau. Muss halt hoch werden. Elektrozaun. Am besten. Nein, ich habe das gerade nicht gesagt. Hey, klar, da muss man alles absichern, aber es geht ja nicht anders. Mega. Aber ich gewinne halt viel Platz dadurch, dann wird das alles ein bisschen hier, die Hütte, die ich ja... Einfach ein Klotz im Garten, der Garten ist eh schon nicht groß. Und wenn also der Garten ist nicht groß und er ist halt momentan etwas sehr technisch angelegt. Also es ist halt viel mit so Beton da hinten, diese Sandwichplatten und das geht sicherlich ein Tick eleganter. Eleganter. Genau. Das ist schon, wenn man es einmal neu macht, ich mache jetzt einmal den Schritt, mache alles anders, fertig.
Und wenn du die Koi jetzt nicht alle verkauft kriegen solltest bis zum Spatenstich, darfst du sie dann bei deinem Kumpel Ali unterbringen. Hi Ali! Ja, das haben wir schon versprochen. Hat er doch versprochen? Ja, haben wir schon besprochen. Ja. Ach, versprochen nicht, aber besprochen. Ja, aber das passt schon, ja. Ich würde auf eine Unterschrift pochen. Also einfach nur immer bla bla bla. Bin ich schon oft enttäuscht worden im Leben. Das ist bei uns nicht so. Sascha, was sagst du den Fischen? Ich bin begeistert. Echt. Haben sie echt geil gemacht. Wenn du überlegst, auch von wo die wohin gezogen wurden. Sehr, sehr geil. Ja. Also, so viele Fische selber in die Größe zu ziehen. Echt Respekt. Wie viel der Koi... Arthur, hast du in der Jumbo-Tosai-Größe bekommen von denen, die hier im Teich sind? Wie viel Prozent circa? 95, nur der Kuchako hier waren es. Das weiß ich noch. Das war der, wo der Flipper gemacht hat, gell? Genau, und der hat mein Vater zum 50 geschenkt. Ja. Deswegen war er schon Isai. Alle anderen waren vom Jumbo-Tosai. Ja. Krass. Echt Wahnsinn. Jumbo-Tosai und sogar Tosai, also sogar. Ja. Es sind ein paar dabei, die waren nicht mal Jumbo-Tosai. Also das Handy belichtet gerade irgendwie scheiße. Also ich bin gespannt. Wir werden da ein paar Mal vorbeikommen, wenn du umbaust. Ja. Dann machen wir dann mal eine Step-by-Step-Anleitung, wie das funzt. Und jetzt noch eine Frage. Ihr werdet ja eigentlich prädestiniert, so eine kleine, schicke Teichbaufirma zu machen. Also jetzt keine, nicht so riesig wie Genesis, wo ein PE-Teich nach dem anderen, sondern so ein Spezialisten, so ein Spezialitätenanbieter. Ja, sowieso. Ja. Edelpralin. Da lacht der Ali hinten. Warum macht ihr das nicht? Sagen wir so, wir haben beide eigentlich einen guten Job. Wollen unser Hobby auch nicht irgendwie verlieren, weil wir wollen nicht unbedingt die ganze Zeit auf Montage. Das hat Olli Rockisch mal zu mir gesagt, wo ich gesagt habe, wow, geil, das Hobby zum Beruf gemacht. Sagt er, ja, seitdem habe ich kein Hobby mehr. Er hat noch Hobbys, aber das ist, was er damit sagen wollte, ist, das ist der Nachteil, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht. Auch das Beste kann zum Fluch werden. Ist so, ja. Ja, ist ja so, mir. Man hat halt auch weniger Freizeit. Zeittechnisch sind wir auch schon ausgebucht. Ja, das ist zeittechnisch jetzt schon kritisch, ehrlich gesagt. Man wüsste gar nicht, wann man noch Teiche bauen soll. Okay. Also, mach's gut und toi, toi, toi. Wenn es gut wird, kommen wir zum Bloggen und wenn es nichts wird, dann waren wir heute das letzte Mal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Blog. Ciao. Ciao.